Müssen Sensoren eigentlich unterschiedlich aussehen, nur weil sie verschiedene Anwendungen lösen? Nein, das müssen sie nicht. Die neue R100-Serie von Peperl & Fuchs definiert Flexibilität völlig neu und vereint erstmals das Portfolio optoelektronischer Funktionsprinzipien und innovativer Technologien in einer Standardbauform. Das intuitive Bedien- und Anzeigekonzept der R100-Serie ist bei allen Sensorvarianten gleich und besteht immer aus einem Potentiometer, Drucktaster und Anzeige-LEDs. Die Sensoren der R100-Serie unterscheiden sich nur im Inneren, denn erstmals werden sämtliche Funktionsprinzipien von der Einweglichtschranke bis hin zu Distanzsensoren in einer einheitlichen, kompakten Standardbauform vereint. Innovative Technologien und die Bündelung mehrerer Montagekonzepte ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen. Die LED-Sensoren der R100-Serie stehen für beste Farbunabhängigkeit ihrer Klasse und sorgen so für eine zuverlässige Objekterfassung. Wo früher mehrere Sensoren benötigt wurden, reicht heute dank der Multi-Pixel-Technology ein Sensor. Zwei Schaltausgänge, unabhängige Schaltpunkte, vielfältige Betriebsarten und IO-Link garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität. Die innovative Lasertechnologie Durabim vereint die Stärken von LED- und Lasersensoren und überzeugt durch eine längere Lebensdauer und einen erhöhten Temperatureinsatzbereich. Das besondere Strahlprofil garantiert dank des extrem präzisen Lichtflex die Erkennung kleinster Objekte und Entfernungsmessungen im Mikrometerbereich. Gleiche Funktionalitäten, gleiche Technologien, veränderte Montagekonzepte. Die R101 und R103 Serien. Für noch mehr Flexibilität und neue Freiheitsgrade bei der Maschinenintegration. Die durchgängige Integration von IO-Link in jede Sensorvariante eröffnet neue Kommunikationswege und ermöglicht eine zukunftssichere Automatisierung. R100, R101 und R103. Die ersten Vertreter der neuen Generation optoelektronischer Sensoren. Herausforderungen meistern, Kommunikationswege öffnen, Flexibilität neu definieren.